Ja, und ich finde auch, dass wir in der ganzen Zeit, wo uns die Regierung eigentlich nur noch auf den Senkel geht mit dem Lockdown Light, Lockdown Strong, Lockdown Light, Lockdown Strong, das muss irgendwann einmal hier aufhören, weil es darf und kann nicht wahr sein, dass man sich hier von der Bundesregierung sich schikanieren lassen muss und so. Ihr wisst ja, von was ich rede. Und ja, es gibt auch Leute, die mir sagen, es ist halt so, chill mal. Und ja, liebe Deutschen, seid mir bitte nicht böse, aber wenn eure Angela Merkel nicht in der Lage ist, den Jens Spahn ein bisschen auf die Füße zu treten, da kann ich nichts für. Und bei uns ist es halt der Rudi Ratlos und seine ganzen Minister, die den Covid-19 noch aufpluschen. Und ja, ihr müsst auf mich nicht böse sein. Wenn ihr Probleme habt, dass wir Covid-19 haben, dann geht's bitte zu der Regierung und nicht immer zu mir, beziehungsweise geht's auf mich nicht dauernd los, weil es ist ja schon die größte Frechheit meines Lebens. Und ja, liebe Deutschen, wenn ihr Probleme mit dieser Verlängerung des Lockdowns habt, dann müsst ihr euch so anstrengen, dass man vielleicht wieder neue Wahlen bekommt. Und ich möchte euch nicht böse machen, aber ich bin nicht der Jens Spahn, der nichts Besseres zu tun hat, außer hier den Lockdown zu verlängern. Und es ist, wie gesagt, nicht meine Schuld, dass ihr noch länger daheim bleiben müsst. Es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist überall der gleiche Käse. Wenn einem was nicht passt, dann meckern die meisten Menschen halt gerne. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ich bin kein Bundeskanzler, ich bin keine Bundeskanzlerin, gar nichts von denen, und ich wünsche euch noch was.